Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin immer noch in den Dolomiten in Sechsten und heute geht's rauf zur Demut-Passage. Heute ist alles noch ein bisschen wolkenverhangen, aber die ersten geilen Berge spitzeln schon wieder raus. Wir sind aber auf der gegenüberliegenden Seite unterwegs und wenn das Wetter uns hold ist, werden wir dann so richtig geil über die felsigen Dolomiten drüber schauen können oder drüber hinschauen zumindest. Was auch noch kurz erwähnt werden sollte, die Demut-Passage, die wir heute fahren, gehört zu dem bekannten Stoneman Trail hier in den Dolomiten. Das ist ja der Ur-Stoneman Trail. Mittlerweile gibt es einige andere, so wie zum Beispiel den in Flachau, den ich ja heuer im Frühling schon gefahren bin. So, und auf geht's mit der Gondel. Die ist diesmal ganz schön teuer. Die Einzelauffahrt kostet 16,50 Euro plus 5 Euro fürs Bike. Und im Moment ist leider alles ganz schön wolkenverhangen. Mal sehen, ob wir gute Aussicht erhaschen können. Geilo, da sind wir auch schon draußen aus dem Nebel. Könnte also noch gut werden von der Sicht her. Ja, sollten wir schauen, denke ich. Sehr schön. Und da geht es jetzt vermutlich entlang. Sieht ganz human aus. Hier geht es eigentlich noch ganz angenehm rauf. Das Einzige, man hat relativ viele Fußgänger drin, weil eben... Man kann sich noch unterhalten, ja. Weil die Gondeln alle hier hochfahren. Aber die Aussicht ist wirklich top. Da sehen wir eben auf die Sechstner Gebirge, die Sechstner Rotwand, auf den Elfer, da wo wir gestern drüben waren. Diesmal also quasi die andere Seite. Juhu, da geht's schon wieder rauf. Und dann sind wir auch schon bei der Hütte. Super. Heute wäre offizieller Wiesenstart und passend dazu geht es bei uns auf und nieder. Wobei ich das auf der Bierbank ja bevorzuge. Das sieht schon ein bisschen nach so einem Stoneman-Teil aus. So, ich weiß nicht, ob das Panorama noch besser wird, deswegen machen wir jetzt mal einen Schwenk. Wir sind direkt am magischen Steinhaufen. Einer betet auch schon. So fällt das um, der Steinhaufen. Hätte aber auch ein Gipfelkreuz gegeben, sehe ich gerade.
Ja, so geht es eigentlich die ganze Zeit entlang für uns. Mal leichter, mal schwerer. Schieben, fahren, schieben, fahren. Also man kann es wohl doch fahren. Panorama hinten raus ist auch ziemlich geil. Ja, nachdem wir jetzt vorher da oben den Kamm entlang gefahren sind, geht es hier schon wieder ein bisschen hoch für uns. Aber dafür sparen wir uns dann nachher ein paar Meter beim Kreuzbergpass. So, bei uns wird gerade noch zugekehrt, aber ich bin zu spät dran mit Filmen, deswegen ist 3/4 schon wieder weg. Kann auch nichts machen. Wo bist denn du unterwegs? Ein mega Panorama. Jetzt für uns weiterhin auf und nieder. Fast wie auf der Wiesn. Nur eben ohne Wiesn. Mit so viel überschüssiger Kraft verabschieden wir uns damit ins nächste Video. Tschüss!